Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Halt's Maul, mein Vogel. Ich hab hier geladen wieder. Wir standen ja vor Kefka noch. Und haben versucht, gegen Kefka zu kämpfen. Aber ich dachte mir dann so, nee, ich ändere jetzt mein Setup hier. Und hab ich jetzt... Warum ist die denn jetzt verletzt? Hallo? Verstehe ich nicht. Ist der auch? Nee. Okay. Ich will mit Mumu. Hier. Ja, alles bereit. So, ich ändere jetzt mein Team. Information? Nein. So. Wir ändern ein bisschen das Setup. Ich brauche Creme in meiner größten Gruppe, die dann hinterher gegen Kefka kämpft. Dazu Fu Li. Und noch einen am besten. Am besten noch Hafti. Aber Leute, die Schaden raushauen können. Und dann Wolfi. Wolfi und... Ich denke, ich lasse das Köttel ganz raus. Mach eine starke Gruppe mit Mumu, Wolfi und Rigard. So. So. Mach ich eine stärkere Gruppe, lass die beiden, lass, versuche die zwei nur kämpfen zu lassen. Und dann mit ich, ich erkläre euch gleich, warum ich das mit Creme versuche. Und jetzt will ich erstmal, wie heißt, erstmal die Schlacht hier machen. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich wieder bei Kefka bin. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mich hier durch die Schlacht gekämpft und Creme, Fuli und Hafti sind jetzt an meiner Seite. Ich lege die mal eben hier hoch. So, und ich erkläre euch jetzt, was ich hier vorhabe. Bei Kefka. Ich versuche nämlich, alle ihre Magieangriffe zu blocken. Ja, so kann ich wenigstens einen deutlichen Schaden rausnehmen, den sie verursacht. Was ich schon mal mega gut finde. Also immer schön Runen machen, damit die Zauber, die Kefka macht, in die Hose gehen. Die zum Beispiel Gift. Das hat mich jetzt schon gerettet, so gesehen. Währenddessen können Fu Li und Hafti jeweils immer ungefähr 300 Schaden machen. Man müsste die in 5 Runden von beiden tot sein. Eis 2, jetzt müsste ich eigentlich ablocken. Zack. Einfach mal abgefangen. Mega gut. Und somit habe ich die eigentlich gleich schon, oder? Das müsste ein übelst einfacher Kampf gewesen sein. Gucken wir mal. Ja, immer nachdem Creme Runen macht, will Kefka zaubern. Aber das verhindere ich. Jetzt müsste Kefka eigentlich schon tot sein. Genau jetzt. Oder nicht? Gegen die normalen Angriffe kann ich natürlich nichts machen. Da muss ich dann aufpassen. Da muss dann einer von den Damage-Dealern mal ein bisschen zurücktreten und einen Heiltrank auch für Creme oder so benutzen. Ihr habt nicht gewonnen. Bis bald. Entkommen. Natürlich. Wichser, Friedensring. Naja, immerhin haben wir ihn geschafft. Ack, das werdet ihr büßen. Dreht sich im Kreis und verschwindet. Cool. Wo ist der Esper? Alles klar? Köttel steht ganz da hinten, ich habe ihn ja alleine gelassen. Oh Mann. Da hinten. Ah, wir haben die Esper gefunden. Das war knapp. Ist er noch am Leben? Unmöglich, richtig? Mumu klappt zusammen. Mumu, was ist mit dir? Ist alles in Ordnung? Oh mein Gott, die Esper! Köttel wäre fast runtergefallen. Nein! Oh mein Gott! Rigard hält sich noch fest. Mumu und der Esper.
Eine Art Reaktion. Oh Mann, dasselbe wieder. Und schon wieder geht's los. Was? Was fühle ich da? Huch, was passiert mit mir? Bitte, sag es mir. Wer bin ich? Mumu. Ein Esper. Ich kann seinen Geist fühlen. Echt? Mumu. Geh weg von dem Esper. Oh mein Gott, zerstört wieder alles, so wie letztes Mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn? What the fuck? What the fuck? Hat sich in einen Speicherpunkt verwandelt. Spaß. Dreht. Oh Gott. Was ist da passiert? Lol. Lol. What the fuck? Ich bin das übrigens nicht, falls ihr das denkt. Das fliegt ja einfach mal mit Lichtgeschwindigkeit da lang. Warum auch immer. Wow. Oh, du bist aufgewacht. Wo ist Mumu? Sie verwandelte sich in etwas und verschwand. Sie sah aus wie. Sie sah aus wie ein Esper. Kettle, alles klar? Mumu ist etwas passiert. Es gibt eine Verbindung zwischen ihr und Espern. Wir müssen sie unbedingt finden. Man sagt, sie sei schreiend nach Westen geflogen. Man sagt? Wer sagt das denn? Gehen wir. Ich habe versprochen. Kettle. Denkt nach. Das Imperium will den Esper immer noch. Und Benen braucht unsere Hilfe. Ehemals imperialer Soldat. Aber uns bleibt nur, ihr zu helfen. Sagt Fuli. Teilen wir uns auf. Eine Gruppe sucht nach Mumu, die andere bleibt hier in Narsche. Meine Burg kann uns in die westliche Provinz bringen. Dann sehen wir nach Koligen oder Chitur. Dann gehen wir, meine ich natürlich. Oh Gott, ich will das nicht immer aufteilen. Also, müssen relativ einheitliche Teams sein. Oh Gott, das ist schwierig, ey. Hier eine Gruppe N bilden. Ich weiß nicht, welche. Niemand. Ich weiß nicht, welche Gruppe wohin geht. Ich hätte gern das Creme. Wolfi und Hafti da mitgehen. Während Kleinigkeitel. Ach so. So, damit der Rest da bleibt. Ich habe Mumu versprochen, sie zu beschützen. Nein, du bleibst hier. Wir müssen ihr helfen. Alle wollen das wahrscheinlich. Rigard, tun Besseres. Nee. Wir bleiben so. Mumu ist angeblich als Lichtstreif nach Süden gezogen. Besucht zuerst Burg Figaro, vielleicht kann man euch dort weiterhelfen. Findet Mumu, sie ist der Schlüssel zu unserer aller Wohl. Alles klar. Kein Thema. Ich glaube, ich bin hier falsch. Kann das sein? Es muss doch einen Vorderausgang geben. Ich gucke mir erstmal nach Ausrüstung. Oh. So, du bleibst vorne, aber du gehst dahin. Du gehst auch nach vorne, bleibst hinten. So. Okay. Gibt's da bestimmt einen Vorderausgang? Leute, lasst mich durch.
Jawohl. Oh meine Güte, ey. Oh, hier geht's nur runter. So. Hier gibt's nur einen Laden oder was? Oh. Oh. Verschlossen. Oh. Nur die hintere Truhe ist abgeschlossen. Wer war das? Reflexring. Hypergelenk. Schleichring. Alter, was ist hier los? Okay, wollen wir nochmal gucken hier. Die Runenklinge ist zwar besser, aber ich glaube, mit ihr kann ich nicht diese Fähigkeit Runen machen. Deswegen, ich kriege erstmal ein schweres Schild verpasst. Und ein Eisenhelm. Okay. Na, Moment. Nichts anderes. Relikte. Oha! Weißes Cape. Schützt gegen Imp. Achso, hier. Mumu hat ihre Relikte abgelegt. Schützt gegen Berserk. Verrückt. Habe ich schon ermöglicht. Erhöht Magieschaden. Stärker, wenn doppelt. Magie reflekt. Hm. Erhöht Stärke. Boah. Also den. Das gebe ich ihr und Ohrringe. So. Er kriegt wahrer Held und. Weißes Cape. Und er kriegt. Verdammt nochmal Hypergelenk. Bam! Was ist denn jetzt los? Da kann ich irgendwie. Jetzt. Moment. Hä? Nee, lass das weiße Cape angelegt. So. Okay, dann raus hier. Kann ich hier? Nein, ich kann hier nicht lang. Ach, ich kann doch hier runter. Gut. Gut, gut. Hab nichts gesagt. Ich rede erstmal mit dem Typen hier. Folgen dem Rat des Ältesten. Also, wir sollten nach Süden zur Burg Figaro. Wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich kein Problem mit euch. Ich will gucken, wie viel Schadenhaft die macht. Bäm. Oh. Warum hat Creme geleuchtet? Kann mir das mal jemand verraten? So, wir wollen erstmal speichern. So, dann mache ich einen Safe State. Das kann jetzt ein wenig dauern. So, und weiter geht's. Wir müssen nämlich nach Süden. Zur Burg Figaro. Ich weiß gar nicht, ob das hier links ist noch, weil die eine Burg Figaro ist ja versunken. Warum leuchtet sie so? Verdammt normal. Ich wollte was gucken. Mensch. Lasst mich doch mal glubschen. Ja, hier ist die Wüste. Aber ist Burg Figaro noch da? Ja, Tatsache. Ist sie wieder aufgestiegen? Hm. Giftschleuder. Oh, Huhn. Oh, ist ja putzig. So. Burg Figaro. Ich sollte doch hier hin, oder? Kein Schimmer mehr. Doch, ich musste hier hin. Gut. Gut. Wie in alten Zeiten. Ich muss mich ein wenig umsehen. Na, jetzt kann ich nicht mehr laufen, weil Hafti nicht mehr in der Gruppe ist. Scheiße. Hi. Willkommen zu Hause, König Wolfi. Fühlt euch wie zu Hause. Hätte ich Hafti nicht mitgenommen, was wäre denn passiert? Hm.
Hier ist nix. Ich glaube, ich muss in sein Zimmer. Aber das erst in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, lass mich hier durch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!